Michael Hunstedt, heute der entscheidende Torschütze zum 3:2. Kannst du einmal den Moment kurz für uns beschreiben, wie sah die Szene vorher aus und wie kam dann endlich der Ball ins Tor? Ja, also wie sah die Szene aus? Erstmal innerlich bei mir sehr viel Wut. Glaube ich, kommst rein, auf einmal steht 2:2 nach dem 2:0. Aber ich glaube, ich bin jetzt lange genug hier. Ich weiß, was hier an der Bremer Brücke passieren kann. Das Spiel ist, glaube ich, nach 94 Minuten hier mal erst zu Ende. Und wie gesagt, 16er Strafraum, Ecke, stehe halt richtig. Ich würde mal sagen, so ein schlechtes Kofferspiel habe ich nicht. Das ist für mich natürlich in meiner Situation zurzeit gerade enorm wichtig für mich. Und freut mich einfach für die Mannschaft. Wir haben sehr viel investiert. Haben natürlich wieder im Hinterkopf nach dem 2:1, glaube ich, das gehabt, was hier letzte Woche passiert ist. Und wie gesagt, das wäre einfach unverdient gewesen, wenn wir heute wieder unentschieden gespielt hätten. Nach deinem Tor rennst du direkt zur Bank. Wen hast du da gesucht? Ach ja, also ich glaube, sowas schreibt nur der Fußball. Ich habe vor dem Spiel, saß ich neben Tobias Villas und habe so gesagt, aus Spaß habe ich ihm gesagt, du Tobi, ich glaube, ich komme heute in der 70. rein und mache kurz vor Schluss das entscheidende Tor. Also, dass sowas passiert, das passiert, glaube ich, auch nur im Fußball, wie gesagt. Und dann bin ich natürlich zu Tobi gerannt. Wie gesagt, ich kann es selber noch nicht fassen, aber wunderschönes Gefühl, hier immer vor der Bremer Brücke ein Tor zu schießen, auch noch vor der Kurve. Christian Groß hier bei mir am Mikrofon. Christian, der Torschütze zum 2:0 für den VfL Osnabrück. Ein wirklich schickes Tor, Kopfballtor. Wie hast du es selber in dem Moment empfunden? Ja, Tore schießen ist immer schön. Ich glaube, vor allem, wenn man dann nicht so oft Tore schießt, dann ist es umso schöner. Ja, mich freut es einfach. War, glaube ich, eine Standardsituation. Heidi köpft den Ball super quer und ich musste nur noch einköpfen. Und das ist schön, weil wir es viel trainieren, viel einstudieren und es freut mich, dass es heute geklappt hat. Ich wollte gerade sagen, es war so eine Situation am zweiten Pfosten. Sieht man bei euch dann auch gerne mal. Hätte man vielleicht auch von Magdeburger Seite durchaus vorbereitet sein können. Aber heute das Spiel, ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Wie habt ihr es selber heute empfunden? Ja, ich glaube, wir hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Das hat man gesehen. Magdeburg war gut, ist super ins Spiel gekommen. Wussten auch, dass es eine gute Mannschaft ist. Und haben dann aber uns, glaube ich, noch 15, 20 Minuten ganz gut gefangen und das Spiel auch unter Kontrolle gehabt. Sind gut aus der Halbzeit gekommen, führen dann 2:0. Machen es vielleicht ein bisschen unnötig nochmal spannend. Müssen wir gucken, woran es gelegen hat. Aber am Ende ist es einfach schön, dass wir noch den 3 hier behalten haben und vor der guten Kulisse heute den ersten Heimsieg eingefahren haben. Marius Gersbeck jetzt hier bei mir am Mikrofon. Marius, ihr habt heute 3:2 gewonnen. Eine waren Elfmeter, einen Elfmeter hast du heute auch gehalten, aber das zweite Gegentor, da sahst du etwas unglücklich aus. Kannst du die Szene einmal kurz beschreiben? Ja, ist ja klar, dass ich nicht zu 100% zufrieden bin, wenn ich 2 Gegentore kriege und einen selbst verschulde. Aber ich glaube, man hat gesehen, dass wir eine super Truppe sind und da auch mal Fehler gut gemacht werden. Das dritte Tor von Michael Hohenstedt, in dem Moment war das Stadion Feuer und Flamme und alle standen, glaube ich, in dem Moment. Was habt ihr selber auch in dem Moment gedacht? Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ja, Michael ist unglaublich. Wenn er reinkommt, egal ob er 10 Minuten oder 90, der reißt sich für uns den Arsch auf. Und mich freut es einfach unheimlich, dass er heute das 3:2 gemacht hat. Es war jetzt so, du saßt eben auch heute etwas länger auf der Bank, musstest auf deinen Einsatz warten, konntest dann auch noch nicht eingreifen. Wie war das dann auch für dich, eben das Spiel auch erstmal zu sehen und man liegt 2:0 vorne und dann kommen die Treffer auf einmal? Ja klar, so, dass ich, was heißt unzufrieden, aber dass ich natürlich Profi durch und durch bin und auch hier von Anfang an spielen möchte und ich letztes Jahr hier ein absoluter Leistungsträger war, ist natürlich sehr bitter, dass man von der Bank kommt, aber ich glaube, ihr kennt mich jetzt alle auch schon seit 4 Jahren hier, ich bin einfach ein absoluter Teamplayer. Wenn Joe meint, ich soll erst von der Bank kommen oder auf der Bank sitzen, muss ich das akzeptieren. Aber ich glaube, jeder in Osnabrück oder jetzt auch momentan in der dritten Liga weiß, wenn ich reinkomme, gebe ich alles für den Verein. Ich bin keiner, der irgendwie eine schlechte Laune hat oder Miese Petrich dann auf dem Feld kommt. Aber trotzdem wünscht man sich natürlich immer von Anfang an zu spielen. Wie gesagt, mehr als ein Tor machen und anbieten kann ich nicht. Wie gesagt, für mich erstmal heute ein schönes Gefühl und wir werden weitersehen. Heute wirklich ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Wie würdest du selbst heute diesen Tag auch beschreiben? Ja, ich glaube, für Außenstehende war es ein schönes Spiel. Für einen selbst ein bisschen, wie sagt man, zu emotional, war zu viel los. Es geht auch gerne ruhiger. Nach dem 2:0 hätten wir es auch ruhig zu Ende spielen können. Aber so ist Fußball und so ist ja auch mal ganz interessant. Die Liga macht jetzt erstmal eine kleine Pause, dafür geht es dann im Landespokal weiter. Braucht ihr vielleicht auch diese kleine Pause von der Liga erstmal, um ein bisschen durchzuschnaufen auch da? Ja, ich habe es, glaube ich, auch heute in der Ansprache vor dem Spiel gesagt. Ich glaube, wir haben hier in der dritten Liga das schwerste Auftaktprogramm aller Mannschaften gehabt. Wir haben 3 Topspiele hier gehabt, haben 8 Punkte geholt, was einfach überragend ist. Klar, tut uns diese Pause jetzt ganz gut, aber wie gesagt, Mittwoch ist, glaube ich, eins der wichtigsten Spiele wieder. Wir spielen in Oldenburg. Jeder weiß hier in Osnabrück, wir lechzen nach dem DFB-Pokal. In meiner
Zeit hier zweimal nicht geschafft. Und ich weiß, wie das Gefühl ist, wenn man rausfliegt, und das ist absolut scheiße. Wie gesagt, wir gehen mit voller Konzentration 100% in dieses Spiel und wollen eigentlich einen sicheren Sieg rausholen am Mittwoch in Oldenburg.